Für das anschließende Würzekochen in der Sudpfanne benötigen wir 130 Gramm Hopfen. Es wird Hopfen verwendet, der zu Pellets gepresst wurde. Inzwischen ist die Kochtemperatur erreicht und der Hopfen wird in 2 oder 3 Portionen zugegeben. Die Kochzeit beträgt 75 bis 90 Minuten. Während des Kochens überprüft der Brauer, ob das Eiweiß in der Würze ausflockt, also koaguliert. Dies ist wichtig, damit sich während des Kühlens das Eiweiß absetzt und das Bier klar wird. Nach dem Kochen wird die Würze in den Setzbottich ausgeschlagen. Der Hopfenseier hält die Hopfenreste zurück. Ein mit Eiswasser betriebener Wärmetauscher kühlt die Würze schnell ab.